schieben. Hochfall! Oder. So spielt man Chat. Tierlist. Fußballspieler wie ich die find. Kategorien Goat, Baller, sehr gut, gut und okay. Weil die sind alle gut. Da ist kein schlechter Spieler dabei. Aber noch meine persönliche Meinung so dazu. So, mit wem fangen wir an? Können wir das einfach Varan. An sich Goat. Aber wir machen das schon realistisch. Ich fange unten an einfach. Varan. Varan war schon sehr guter IV. Richtig guter IV. Weltmeister. Champions League mehrmals gewonnen mit Real Madrid. Varan ist schon krasser. Eigentlich hier, wegen ihr wisst. Aber ich packe ihn sehr gut wegen Realismus ist da. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Boah. Also schon, alter, safe. Selbe Kategorie wie Varan. Der ist auch krass. Einmal Champions League gewonnen mit Liverpool. Aber hat auch erst spät angefangen mit einer guten Karriere. Sehr spät. Aber jetzt, alter, Liverpool. Momentan bester Innenverteidiger der Welt, keine Frage. Aber es hat gedauert, bis er dorthin gekommen ist. Es hat gedauert. Deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel im Vergleich damit mit Sergio Ramos. Alter, der ist ein geisteskranker Baller-Chat, Alter. Baller. Geisteskrank. Also der hier ist vielleicht sogar Innenverteidiger Goat. Aber in die obere Spalte, mit der müssen wir vorsichtig sein. Der ist auf jeden Fall ganz klar über den beiden hier. Ganz klar. So. Neymar, gell? Okay. Neymar. Tut mir schon schwer mit dem. Aber Neymar Prime, absoluter Baller, Mann. Guck mal an, was der gemacht hat. Jeden ausgefoppt, dies, das, auch Champions League gewonnen. Und dann hat er sich selber verkackt, indem er zu dem Verein gewechselt ist, der er auch ist. Wenn er mal bei Barca geblieben wäre, Chat, boah. Sadio. Sadio Mané. Also ihr könnt hier gerne ein bisschen mitmachen, Chat, so im Chat, was ihr dem geben würdet, dann wart jetzt immer ein bisschen länger. Wo würdet ihr zum Beispiel Sadio Mané reinpacken? Also ich weiß, wo ich ihn reinpacke. Aber wo würdet ihr Mané reinpacken? Wir bleiben jetzt halt so, wie sie sind, habe ich halt alleine gemacht. Mané Prime war schon übelst krass. Aber die war halt auch nicht so lange, gell? Die war halt nicht so lange. Also ich würde Mané in gut oder sehr gut. Eigentlich same wie Van Dijk. Die haben auch denselben Titel gewonnen. Ich würde sagen sehr gut. Aber mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin, Chat. Mehr ist nicht drin. Also boah, Mané ist schon, aber auch krasser Typ, gell. Aber der war nie Torschützenkönig oder so, gell. Er war auch eigentlich nie der beste LF. Ich pack ihn in gut. Ich pack ihn in gut. Die sind ja trotzdem alle gut, gell? Aber ich pack ihn nur in gut. Ich kann irgendwie nicht. Hier kommen noch andere Spieler rein in diese Spalte. Glaube ich zumindest. Und schade, ich hatte hier vorher viel mehr Spieler drin, Chat. Irgendwann machen wir nochmal eine geilere Tierlist. Auch mit Fußballvereinen vielleicht. So, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ist halt schon krass, gell? Bei mir sind halt die Aktien in ihm ein bisschen gesunken, weil er halt von Bayern gegangen ist und ich das nicht so geil fand. Aber Lewa ist ein Baller. Bundesliga-Rekord neu aufgestellt. Boah. Der ist ein Baller, Mann. Nur sehr gut. Lewa, kein Baller. Lewa, aber der hat auch... Boah, ich weiß nicht. Aber ich gehe mit. Ich finde es sogar okay. Ich habe den sogar wegen auch. Ich finde es okay. Lewa sehr gut, gehe ich mit. So. Ich hätte ihn auch hier oder hier reingepackt. Also ist schon mal austraut. Boah, aber Lewa ist schon. Lewa hat schon oft Torschützenkönigin so geholt, gell? Wenn Lewa hier reinkommt, dann kommen ja noch mehrere rein, die ich vielleicht hier reingemacht hätte.
Wir gehen mit Lever sehr gut. Auch ein bisschen die Community mitnehmen. Lever sehr gut. Nicht besser wie Van Dijk ist eigentlich schon ein gutes Argument. Okay, Kylian Mbappé. Sehr gut. Der ist von mir aus gerade so Einzelkönner, der beste Spieler der Welt. Der ist einmal Weltmeister, auch okay. Aber und das Ding ist halt, seine Karriere ist noch nicht so am Ende. Die Karrieren hier sind alle bisher schon so wirklich ziemlich am Ende. Man weiß schon alles ungefähr, wie die zu bewerten sind. Es kann sein, dass Mbappé irgendwann in Gold reinkommt. Kann sein. Können wir jetzt noch nicht sagen. Momentaner Stand sehr gut. Einmal Weltmeister, okay. Aber mehr hat er eigentlich noch nicht erreicht. Ich weiß. Also zum Beispiel, wenn seine Karriere zu Ende wäre. Aber weiter, ich weiß noch nicht. Aber ich finde Neymar krass. Neymar war schon krass. Neymar Prime ist geisteskrank gewesen. Und ich finde, die hat der Mbappé noch nicht. Ja, der hat noch nichts. Der ist einmal Weltmeister und sonst hat der Franz. Nee, geht noch nicht. Champions League fehlt mir für das. Die Champions League fehlt mir dafür. Ich kann es ihm nicht geben. So, Marco Reus. Bei dem wird's jetzt Dinger. Der wird gut oder okay. Und das ist auch leider. Also er muss gut. Er ist ein krasser Spieler. Wenn er auch nicht so verletzt gewesen wäre, wäre er. Und wenn er gewechselt hätte von Dortmund, wäre da mehr gegangen. Aber da standen viele Verletzungen im Weg, leider. Marco Reus gut. Keylor Navas. Ist halt ein Torwart, ne? Keylor Navas. Bei ihm ist schwierig. Genavas nur okay. Ich kann ihm nicht. Also eins von den beiden. Ich überlege nur, ob ich ihm gut geben kann. Er hat halt schon ein paar Mal die Champions League gewonnen. Das ist so ein Ding. Ja, ist okay nur. Na, was in okay reinpasst schon. Weil es direkt machen kann, ohne Diskussion, Icardi ist okay. So, Heung-min Son. Heung-min Son. Die beiden Spalten sind es auf jeden Fall. Sehr gut oder gut. Nicht Champions League gewonnen, spielt aber auch bei Tottenham. Boah. Er muss eigentlich auch bei gut. Ja, nicht besser als Mané, auch nicht besser wie Reus. Er muss hier. Ist guter Call. Nicht besser. Modric. Zack. Er ist nicht der GOAT. Er hat Ballon d'Or gewonnen. Hat er sechsmal Champions League gewonnen. Ich denke, das steht außer Frage, Mann. Hier haben wir einen komischen Kandidaten-Chat. Das ist ein komischer Kandidat. Und wir machen ihn einfach unten rein. Doping. Doping ist da. Er ist nur okay. Er hat sein Potenzial verschwendet, Chat. Weltmeister und einfach hier auch falscher Verein. Bei Juve war der so krass, gell? Wenn man einfach nur die Juve-Zeit sieht, Baller. Nur Juve-Zeit ist Baller. Ich schwöre, nur Juve-Zeit ist Baller. Aber dann, deswegen, sorry, Paul Pogba. Du hast dein Potenzial leider verschwendet. Und das ist genau dasselbe mit ihm, Bruder. Was hat er auf einmal gemacht, seitdem er bei Real Madrid ist? Mr. Eden Hazard. Mr. Eden Hazard. Ist es gut oder sehr gut? So, ich schwöre, Realzeit ist halt. Die Realzeit scheißt rein bei ihm. Was sollen wir ihm geben? Boah, schwierig, Eden Hazard. Schwierig. Ja, gell, an sich Baller. An sich sofort Baller, gell? Und dann kam halt Real Madrid. Das ist ein Spiel, Alter. Ja, Prime war Safe Baller. Also ich gebe ihm auch. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn halt hier reinmache. Hier ist auch Mbappé drin, Lever. Guck mal, Bo. Puh, Chat. Sagt ihr Baller oder sehr gut? Moin, Lasse, was geht? Ja, okay. Chat geht mit. Okay. Er war auch ein Baller. Der war eine Zeit lang auch mein absoluter Lieblingsspieler. Eden Hazard, krasser Typ. Eigentlich hat alles richtig gemacht. Der geht so zu Real, hat sich dann nochmal schön bezahlen lassen.
Und ist dann in Rente gegangen. Krasser Typ. So De Gea. Der war mal vielleicht ein, zwei Saisons gut, aber das ist auch. Der ist safe nicht besser wie Keylor Navas. Er ist okay. So, dann, was sollen wir euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Messi, Ronaldo kamen hintereinander, Goat, Goat. Wie rum? Das hat hier keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wie rum. Beide Goats. Beide Goats. Einfach beide. Die absoluten Goats, Alter. Wo auch immer. In verschiedenen Wettbewerben. Ronaldo Champions League, Messi La Liga, mir egal wie rum. Hier Europameisterschaft, hier Weltmeisterschaft. Aber die nehmen sich nichts. Beide die Goats. Absolut. Und jetzt können wir noch mal ein paar Kandidaten. Diego Godin, gell? Mit Uruguay, WM-Vierter geworden. Mit Atletico Meisterschaft gewonnen. Champions League Finale zweimal, oder? Zweimal Champions League Finale oder einmal? Und auf jeden Fall Euroleague gewonnen. Vereinstreu geblieben, aber ist sehr gut. Die Frage ist, also kommt er in gut oder in okay? Mehr geht nicht. Kommt er in gut oder in okay? Nur okay, gell? Aber er war schon gut. Aber war auch ein Stinker, ab und okay. Jan Oblak. Jan Oblak ist aber mindestens gut. Wenn nicht sogar. Ne, Jan Oblak ist ein krasser Torwart, gell? Das war hier dieselben Titel wie Gudin. Aber Jan Oblak ist schon. Boah, der ist vielleicht sogar für einen Torwart ein Baller. Ohne Witz, gell? Also, wenn jetzt hier zum Beispiel Manuel Neuer gewesen wäre, gell? Ich finde, wir müssen Torhüter ein bisschen nicht wie die Spieler bewerten, sondern nur unter den Torhütern. Wir müssen so sehen, dass Manuel Neuer so Goat wäre bei Torhütern. Manuel Neuer, wenn er dabei gewesen wäre, hätte ich auch einen Goat reingemacht. Weil er für die Torhüter der Goat ist. Und deswegen würde ich sagen, Oblak ist unter den Torhütern ein Baller. Und ich würde auch sagen, Jesus, Navas ist deswegen auch bei gut unter Torhütern. Wir müssen die Torhüter so ein bisschen extra werten. Aber unter Torhütern ist er ein Baller. Der ist schon ein krasser Typ. Krasser Keeper. So, Harald Gehstock. Keine Titel. Nur Torschützenkönig-Titel. Schwierig. Aber er ist schon ein krasser Typ. Ich darf jetzt auch nicht Wisenzi beimachen. Wegen Bayern. Er muss hier oder hier rein. Sehr gut oder gut. Was gibt ihr? Harry Kane. Harald Gehstock. Boah, doch, Oblak ist safe 3 Stufen besser wie De Gea. Oder sonst. Hier, Oblak. Das gebe ich ihm. Aber weiter runter geht nicht. Goat, Harald Gehstock ist nicht Goat. So, Oblak sehr gut, aber Kane, ist er sehr gut oder ist er gut? Was sagt ihr bei Kane? Kane ist schon sehr gut, gell? Er hat, also für das, dass er keine Titel hat mit Mannschaften, kann er an sich gar nicht so viel. Weil er performt. Er bringt immer die Tore. Kane ist sehr gut. Kane ist sehr gut. Dann haben wir noch einen. Und an sich. Boah. Der hat schon auch eine Zeit lang geballt, gell? Aber kann ich ihm mehr geben wie sehr gut? Oh. Das ist die Frage. Kun Aguero. Chat. Kun Aguero. Boah. Er ist auch sehr gut, gell? Ich weiß nicht. Ist er besser wie Son? Er hat auf jeden Fall. Ja, und er hätte vielleicht auch länger spielen können. Hat er auch Pech am Ende seiner Krankheit. Boah. Guck mal, so Mané. Ist Mané, ist Aguero besser wie Mané? Ja, okay. Aguero bei sehr gut rein.
Das ist mein Ranking-Chat oder unser Ranking. Ich finde, jetzt, wenn man es so fertig sieht, ist voll gut aufgeteilt. Messi, Ronaldo oben. Dann so schon so vier krassere. Dann die nehmen sich nichts. Die in der letzten Reihe sind. Man erkennt schon, warum sie in der letzten Reihe sind. Und die in der vorletzten Reihe, die sind halt schon ein Stück zwischen der Mitte und unten. Sieht schon okay aus. Klar, man könnte so ein Spieler mal eins hoch oder eins runterschieben. Aber an sich bin ich echt zufrieden mit dem Ranking.